Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Staffel 6. Hier ist noch am Arbeiten, glaube ich. Genau, da macht hier noch Uran schön für uns. Gut, das brauchen wir. Dann müssen wir hier mal gucken, wir brauchen noch Tank. Ne, haben wir nicht. Dann müssen wir hier einen Tank organisieren. So. Weil wir hier schon unsere XP voll haben. Da klatschen wir noch weitere zwei dran, dann passt das auch wieder so. Dann haben wir wieder genügend Platz. Zack. Blablabla. 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 Das dauert auch lang. Gut, dann gehen wir Chatback laden. Da ist mir aufgefallen, wenn man das Chatback hier rein tut in den Cube, zack, ist es innerhalb von einer Sekunde voll. Braucht man nicht ewig warten. Dann haben wir in der letzten Folge unseren Reaktor gebaut. Der funktioniert soweit. Alles wunderbar. Ja, spitze. Hier habe ich einen digitalen Miner gebaut. Der geht ziemlich einfach zu bauen. Atomic Cores. Ein Computer mit Energy Crystal. Tablet. Hier so eine Electric Chest. Also der ist nicht so schwer. Die Sorter haben wir ja auch schon gehabt. Und hier diese Teleport-Core sind auch nicht schwer. Obsidian. Ja, warte mal, ich glaube irgendein. Da hier Obsidian Ingot war halt ein bisschen schwer. Da muss dann Refined Obsidian Dust. Den macht man im Maserator. Und dann den Osmium-Kompressor mit Osmium. Den habe ich hier hinten hingepflanzt. Gar nicht, ob da noch was drin ist. Der müsste hier sein, genau. Da kann man das machen. Dann habe ich unsere Factory geupgradet zu Advanced. Dann ist sie größer. Dass es ein bisschen schneller hier geht. So, zack. Zlop. Wunderbar. So, da müssen wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Aufbauen, craften, wie auch immer. Hier habe ich so Clipboards. Schreibe ich mal rein, was wir noch alles zu tun haben. Haben wir ja noch jede Menge. Sollte eigentlich Vorrang haben, was ich hier aufgeschrieben habe, aber ich finde immer wieder was anderes. Lasst euch nicht von denen hier, wie sagt man dazu, irritieren, denn das ist nur reingecheatet zum Testen. Das habe ich nur hier mal aufgestellt, damit ich weiß, was ich alles brauche und wie ich es craften muss. Hier habe ich den Reaktor automatisiert anhand dieses Energiestandes. Ist der Energiestand voll, schaltet er ab, wird der Energiestand der je leerer er wird, desto mehr Energie produziert der Reaktor. Das geht ganz einfach, indem man hier einfach ein Red Netboard macht. Das ist von meinem Factory Reloaded. Und hier einen programmierbaren Computer. Ist auch nicht schwer. Bisschen Plastik und so ein Controller. Und da muss man dann einstellen, Passwort, oder wie man das auch immer ausspricht. Input weiß, Output Magenta, nach oben ab, heißt das so. Und wenn wir hier draufklicken, haben wir hier weiß, haben wir gesagt, ist wie viel Energie Ausgang ist. An die Energie Amount, also wie viel Energie der Energielevel, der sich drin befindet hier. Da wird der Energielevel abgefragt. Und mit Magenta haben wir gesagt, ja, die Control Wards sind die Dinger, die hier oben sind. Das sind eigentlich die eigentlichen Stromerzeuger. Die hier, die kann man hier runtersetzen, zum Beispiel auf 60. Dann ist der zu 60% drin und produziert jetzt sinnlose Energie. Man sieht 800 RF. Aber das tun wir dann gleich wieder auf 100 setzen. Na? Weil die sind jetzt alle auf 100, weil genügend Energie drin ist. Können wir ja jetzt mal kurz Energie verbrauchen. Na, digitalen Miner habe ich momentan nichts zu tun, aber ich kann ja mal stoppen. Resetten und die Config einfach hier setzen. Machen wir 21. Starten ihn. Jetzt verbraucht er Energie. Und wir sehen hier, zack, die Energie wird weniger. Und jetzt werden die Fuel Watts nach und nach rausgezogen. Hier sieht man 94, 93. Geht nach und nach raus und der produziert hier nach und nach immer mehr Energie.
700, 800. Jetzt sind wir bei 900 schon. Also es geht so nach und nach voran. Coole Sache, finde ich. Je weniger Energie wird, desto mehr produziert. Jetzt sind wir schon bei 1000. Schon eine coole Sache, da lassen wir mich fertig machen hier. So, wir werden aber jetzt mal was anderes machen. Das werden wir, ich glaube mal, hier in die Ecke hinstellen. Und zwar die Induktionscoil, die wir ja mal vor langer, langer Zeit gebaut haben. Ich will nur kurz überlegen. So. Zack, rotes Ausgang, das passt. Dann brauche ich, was haben wir denn hier? 8000, genau, diese Bedrock-Gear habe ich dafür gebaut. Das ist ja auch einfach zu bauen. Bedrock haben wir ja. Da haben wir ja noch diese Bedrock-Gears gehabt. Das ist einfach aus Bedrock das. Das haben wir alles noch gehabt. Habe ich ja genügend abgebaut von der Bedrock. Und die auch. Bedrock das. Kann man einfach ein Gewinner, beziehungsweise Bedrock das kriegen wir ja, wenn wir direkt Bedrock abbauen. So, und dann brauchen wir diese Factory Unit. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, die hat unten den Anschluss. Das heißt, wir müssen da ein Pivel holen oder Pivol oder wie auch immer heißt. Chef Unit? Nee. Pivel. Pedal. Pedal. Keine Ahnung. Wenn wir noch eins haben. Wie heißt das genau? Hier ist eins Pivel. Schauen wir mal hier in die Kiste nach, ob wir hier irgendwas haben. Da. Ein Pivel. Ich crafte ja immer Sachen vor, beziehungsweise teste ich ein bisschen. Beziehungsweise sind das die Sachen, die ich noch vorhabe mit euch zu machen, deswegen. So. Dann haben wir hier Import ist Magenta. Nö. Die verarschen. Was sind wir denn jetzt? Ne, das passt auch nicht. Blau, dann orange. Gelb. Gelb. Hallo. So. Ah, Menno. Geh mir nicht auf den Sack her. So, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen nach Grau, Schwarz, so irgendwo darum. So, Schwarz und das. Genau, rotes Output passt. Dann kriegst du den Import. Und jetzt sind wir gucken, der braucht 8000. Hier haben wir 2 zu 1, das heißt, wir brauchen hier genau 4096 und Newtonmeter. Weiß jetzt gar nicht, was der braucht. Newtonmeter steht hier nix. Kilowatt haben wir. Versuchen wir einfach mit 512. Und ein Schaltbomber. Es läuft schon mal, das ist gut. So. Wir brauchen mehr Speed, das heißt, wir drehen ihn einfach mal um. Ja, jetzt haben wir alles voll, passt. Und hier müssen wir jetzt gucken, da müssen verschiedene Sachen rein. Da habe ich schon. Das habe ich, Blaze Powder habe ich, dann brauchen wir Kohle. Dann brauchen wir Netherrack, das den bekommen wir, wenn wir Netherrack in Grinder hauen. Hier sieht man das nochmal. Netherrack. So, dann kommt dieses Star Sand, das ist einfach Soul Sand in Dings. Dann brauchen wir Ethanol, Magma Cream ist auch nicht schwer, Blaze Powder, da kann ich euch zeigen, da habe ich da hinten einen Blaze Spawner geholt mit der Force Wrench. Wir brauchen eine Gastier und da sollte das Ganze funktionieren. Ich weiß nicht, wie wir rausbekommen aus der Gastier, deswegen habe ich ein paar mehr organisiert. Jetzt gucken wir mal. Da sollte dann Jet Fuel rausgekommen. Und das brauchen wir wiederum. Genau. Aha. Was? 2000? Von. Was? 240? Einmal passen da rein. Kack, die waren dann. Okay, die Gas drehen ja anscheinend haltet etwas länger. Na, werden wir schon sehen, wie lange die hält. Ah, jetzt kommt es schon langsam. 5 Eimer haben wir schon. Sollen wir das nochmal das irgendwie rausziehen können? Hallo, Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Hm, okay, anscheinend doch nicht. Ah, jetzt. Hat wahrscheinlich gerade Backup gemacht oder was? Ah, danke, wir haben da ein 16er, wenn wir nehmen, oder?
Ich muss jetzt mal überlegen. Ab. Für was ich die jetzt genau gebraucht hatte. Ich glaube hier fürs 3er-Upgrade. Tier 3, genau. Für dieses Ingot und das ist im Bush-Chat Furnace. Wie hat das jetzt geheißen? Bullset-Chat Furnace. Da ist das Teil. Braucht. Was? 131 Kilowatt. What the fuck? Wie soll ich denn das zusammenbekommen? 131 Kilowatt. Ja. Muss ich das jetzt verstehen? Nee, oder? Kurz in der Beginner schauen. Da steht ja sicher irgendwas drin. Wie heißt das jetzt? Bullshit Furnace. Da haben wir ihn schon. Bla bla bla. Nix wissen. Kack die Wand an. Jawohl. Und so weiter. Ja, braucht. Braucht 331. 1000 Grad. 1000 Grad braucht er auch. Gut, aber wie treibe ich den an? Wo kriege ich denn da so viel Grad her? Na okay, wenn ich hier 4000 mal 8, 32. Nee, das geht ja auch nicht. Ja, gute Frage, wo ich das herkrieg. Da muss ich mich dann noch mal schlau machen. Wir können es ja mal bauen. Braucht man jede Menge HSLA-Stahl. Naja, jede Menge haben wir nicht mehr, aber okay. Dann brauchen wir auf alle Fälle noch Redstone Gold. Gold haben wir. Redstone haben wir mittlerweile auch schon ziemlich viel. Obsidian. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie so hinbekommen. So. Ach, da muss ich wieder da drin bauen. Na, wirst du. So. Einmal der. Gucken wir, was wir überhaupt alles da haben. Haben wir da was? Nee, haben wir nichts mehr. Okay, das wundert mich jetzt fast, dass wir gar nichts mehr haben. So, dann kommst du hier rum. Zack. Haben wir das? Aber Liquid haben wir doch da. Oder habe ich das jetzt alles hier reingeklatscht? Liquid haben wir auf alle Fälle da. Das brauchen wir dann noch. Das heißt das. So. Einmal den hier und das hier ist so. Seht ihr? Und den Kack brauchen wir auch noch. Ist einfach so. Die drei. Div. Das brauchen wir. Und komm. Komm, komm doch mal mit. Und mehr brauchen wir eh nicht auf das Glas. Wie heißt denn das? Pipe. Ach, hätten wir noch genug gehabt. Das zeigt er nur nicht an. Da mal den Futz. Das Einzige, was er nicht weiß, wie ich auf die 131 Kilowatt komme. Die wird er brauchen, aber ehrlich, ich weiß es nicht. Kommt man da eigentlich so schnell? Ich habe schon relativ viel über den Mod gelesen und so weiter und Let's Plays geschaut, aber ja. Man vergisst halt alles wieder, was da so. Ja, warte, mit was man da hinkommt, wäre nie. Doch, warte mal.
Ja. Es würde klappen, wenn man ihn einfach hier an die CVT-Unit anschließt. Das würde klappen. Wo hat denn den Anschluss? Unterseite. Das heißt, Minimum Speed 131. Was haben wir hier? 512 Rad mal. Was kriegt der aus? Mal das gucken so. 32 Rad, nee, das ist jetzt genau falsch rum. Eisen 4, ja. Mal warten, bis das andere läuft. Aber da können wir 32-fach Speed. Wenn wir 4000 mal 32 würde das genau ergeben. Das heißt, wir müssen die CVT-Unit. Oder es gibt eine 32 mal zu 1 Gearbox, das glaube ich auch nicht. Das wäre die einfachste Methode. Ne, 16. Ich könnte zweimal 16 hintereinander schalten. Haha. Iron Flight. CVT-Unit, Industrial Coil. Ja, Gradivis brauchen wir nicht. Da haben wir 131. Was ist denn das? Mikro irgendwas Turbine. Mal gucken. Warte mal den. Mikro irgendwas Turbine. Lass mal gucken, ob ich die finde. Wie hat das genau geheißen? Mikroturbin. Bla bla bla. Producing. Nee, was ist denn das für ein? Ist das überhaupt eine Turbine, ja. Turbine, Turbine. Ich will die Frage, ob das da drin steht irgendwo. Bla 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 bla. Da müsst ihr jetzt auch durch, so wie ich. Ich muss mich da alles erst ein bisschen information. Ich weiß nicht, das vorher machen können, aber das kann ja auch jeder. Deswegen mache ich jetzt das. Bla bla bla. Aha. Nee, doch, nein. Vielleicht kann sein oder auch nicht. Okay. Ich denke mal, scheiß drauf. Ich werde das einfach offline machen. Also offline werde ich hier diesen Pulsfernes machen, denn ich werde euch noch kurz zeigen, was ich brauche. Das werde ich offline jetzt noch machen. Und dann, wenn wir das nächste Folge wird, ich brauche hier diese Upgrades. Das fängt dann bei die 1 ist noch logisch, ist ganz einfach. Dann brauche ich Tier 2. Ist auch nur leicht, nur HSLA-Stahl. Bei Tier 3 schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Da brauchen wir eben diese induktiven Ingots. Und die machen wir in diesen Bush-Chat-Furnace, indem ich hier dieses Blend rein tue. Das kriege ich aus Redstone und Gold, also keine Hexerei. Das muss mit Chat-Fuel zusammen. Bush-Chat-Furnace. Nee, warte mal, warte mal. Bush-Chat-Furnace. Na doch, passt schon. Power Input unten, okay, klar. Und dann brauche ich das, dann brauche ich das vierte auch noch, da brauche ich es auch noch mal und Tungsten-Ingot, da muss ich gucken. Was, irgendein Heater, okay. Tier 4, und Tier 5 ist wieder mit Bedrock, das ist das wenigste Problem. Bedrock ist immer das wenigste, wobei man viele sagen, das ist ein Problem, aber davon haben wir genug. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Lasst ein Like oder Abo da, teilt das Video, schreibt einen Kommentar drunter und schaut im nächsten Video vorbei. Macht's gut, Leute, bis dann. Ciao. Uah.